Hallo, Erdem hier von Apple Pie Berlin. Wir machen Online-Shopping schmackhaft, nicht nur für dich, sondern auch für deine Kunden. Und heute machen wir das mit dem Thema Gutscheine. Wir klären einmal auf, was für Gutscheinarten gibt es, wie richte ich sie am besten ein, was für Einstelloptionen gibt es, von denen man vielleicht vorher nichts wusste und wie sieht das zum Beispiel aus, wenn das bei Kunden ankommt und was kann ich da alles verändern. Deswegen lass uns mal reinspringen, schon mal ins Kundenkonto, also ins unseren Test-Account. Ist auch noch nicht mal fertig eingerichtet, ist aber auch egal. Heute geht es um das Thema Gutscheine. Die findest du immer in dem unter Produkte und dann hier Gutscheine, weil Gutscheine sind quasi Produkte, sondern unter der Gutscheine angelegt. So, hier gibt es dann auch schon zwei Typen. Es gibt einmal das Produkt, wo du den Gutschein für jemanden kaufen kannst. Also du kaufst ihn und übergibst ihn zum Beispiel. Und damit diese Person später diesen Gutschein nutzen kann, im Gegensatz, also wenn das 100 € wert ist, kann sie dann den Wert bei uns einlösen oder bei euch oder je nachdem. Und dann kannst du quasi auch noch einen Gutschein ausstellen, zum Beispiel als Entschädigung oder zum Beispiel jemand hat etwas retourniert und du erstattest kein Geld, sondern nur Gutscheine, dann kannst du das auch darüber machen. Aber wir fangen jetzt erstmal mit dem Produktgutschein an und legen uns das mal an. Dann kannst du dem Ganzen mal einen Titel geben, Apple Pie, Beratungsgutschein, jetzt mal unser Beispiel. Hier kannst du quasi eine Description, Erklärvideo, sonst was hinzufügen. Hier kannst du dann Videos und Bilder noch hinzufügen, wenn du möchtest. Ich lasse das jetzt mal aus. Ich füge mal nur ein Bild hinzu. Das ist quasi unser Produktbild für den Gutschein. Kannst hier verschiedene Werte anlegen, 10, 25, 50 und 100. Die lasse ich mal direkt so drinne. Unter Bearbeiten kannst du hier quasi das Ganze auch für die Suchmaschinen optimieren. Apple Pie, Beratungsgutschein, kannst hier eine Meta-Description eingeben. Beratungsgutschein für Apple Pie, E-Commerce ist unser Ding. Das Ding ist auch egal. So, hier hast du dann auch noch die URL. Du kannst den Slug auch anpassen. Hier rechts kannst du den Vertriebskanal ändern. Das heißt, wo soll dieses Produkt alles verfügbar sein? Linkpop ist sowas wie Linktree. Ist eine quasi native Integration zu Shopify da. Funktioniert echt cool. Und dann hier Inbox und so weiter. Kannst du quasi aussuchen, wo du möchtest, dass es verfügbar ist. Ich sage, das soll jetzt nur im Online-Shop zu kaufen sein. Also jemand, der es kaufen möchte, muss in den Online-Shop rein. Über Linkpop soll das nicht verfügbar sein. Und das war's dann auch. Das sind quasi verschiedene Varianten. Es gehört zur Produktkategorie Geschenkgutscheine automatisch, weil danach kannst du dann später filtern. Hast du irgendwelche Anbieterkategorien oder Tags, kannst du die noch hinterlegen. Wir lassen das jetzt mal aus, das ist nicht so wichtig. Und speichern das Ganze mal. So. Produkt ist angelegt. Also hier unter der Vorschau kannst du dann quasi dir das Produkt jetzt genau nochmal angucken, wie das aussieht. Und hier siehst du dann, okay, mein Titel, den ich hinterlegt habe, die Description, falls ich sie hinterlegen sollte, die verschiedenen Varianten und die kannst du und das Titelbild, was ich hinterlegt habe. Du kannst auch mehrere, ich habe jetzt nur eins, du kannst auch ein Video reinpacken, dass man quasi ein bisschen auch erklärt bekommt, worum es geht. Aber so hast du quasi schon mal einen kleinen Überblick. So, das könntest du jetzt kaufen, ne? Ich gehe jetzt mal ganz kurz nur in den Checkout. Ach so, das ist jetzt nur ein Teststore, deswegen geht das nicht. Genau. Aber dann könntest du das Produkt kaufen und hättest quasi 100 € für 100 € gekauft. Man könnte auch das rabattieren zum Beispiel und dann sagen, okay, ich kaufe heute 100 € für 20, für 80 €, wenn du das möchtest. Du kannst den einzelnen Varianten auch noch Nennwerte hinzugeben, ne? Das ist dann 10 € wert. Aber ich Vergleichspreis, das war vorher zum Beispiel, weiß ich nicht, 15 €, ne? Und kostet, und du kriegst 10 € dafür, dann sieht das so aus, als hättest du jetzt, und dann müsstest du aber den Nennwert für 15 trotzdem machen, ne? Um das Ganze nochmal so zu zeigen. So, das heißt, wenn jetzt jemand in den Online-Shop geht, wenn wir mal hier Vorschau wieder, dann finde ich auch alles sofort wieder. Genau. Das heißt, du kriegst einen Wert von 15 €, aber bezahlst nur 10 € dafür. Das heißt, so kann man quasi auch Gutscheine anbieten, damit die Leute sagen, ah, cool, ich sichere mir jetzt quasi diesen Discount und weiß dann Bescheid, aber kriegt trotzdem 15 € als Nennwert für 10 €. Und das ist schon ganz cool. Damit kann man auch gute Kampagnen und Anzeigen machen, und sagen, hey, schau mal, es ist jetzt Zeit, irgendwie den Gutschein zu sichern, falls du noch nicht weißt, was du verschenken sollst.
kannst du das quasi auf die Art und Weise machen. So, springen wir nochmal hier rein. Genau, hier hast du die einzelnen Varianten. Du kannst den einzelnen Varianten auch Bilder zuordnen, ne? Kannst auch sagen, wie viele Mengen soll es denn geben in welcher Filiale. Grundpreis für die Variante anzeigen. Genau, den Grundpreis brauchen wir in dem Fall nicht, weil das sind ja keine Lebensmittel oder so. Deswegen brauche ich das Ganze nicht zu hinterlegen. So. Gibt es hier noch was anderes? Nee, hier gibt es eigentlich nichts mehr. Du kannst, wie gesagt, hier die Produkttypen, Anbieter, Kategorien, Tags und so weiter noch hinterlegen. Hier kannst du das Theme wählen, welches notwendig wäre, wenn du mehrere hättest. Für Gutscheine in dem Fall ist das Giftcard-Theme automatisch ausgewählt, weil das ja ein Gutschein ist. Genau. So, wie sieht das aus, wenn ich jetzt hier danach suche? Jetzt sind nicht mehr beide Optionen da, sondern nur noch eine. Und weil die Gutscheine selbst sind dann unter den Produkten angelegt, siehst du auch hier Produkte nur nach Geschenkgutschein gefiltert. Ne? So findest du dann, quasi und kannst du die da immer wieder abholen. Wenn das jemand gekauft hat, gucken wir uns gleich mal an. Sieht das nämlich so aus. Wir erstellen jetzt hier mal einen Geschenkgutschein mit einem gewissen, keinem Ablaufdatum, aber du könntest das machen. Und für den Kunden Erdem, ja, für mich. Ich kann eine Anmerkung hinzufügen, die ist aber für intern, die ist nicht für Dings. Wieder Gutmachung für verspäteten Versand. Das ist einer vom Wert 10 Euro. Aktivieren und senden habe ich jetzt geklickt. Ne? So, was passiert jetzt als erstes? Der läuft nicht ab. Ne? Hier würdest du sehen, ob der bestellt wurde oder nicht. Hier kannst du den Code nochmal kopieren, falls du möchtest. Hier kannst du nochmal Notizen hinterlegen. Ich gehe schon mal währenddessen in meinen Postkorb und rufe die E-Mail auf. Zack. So. Das ist die E-Mail, die ich jetzt bekommen habe. Ne? Also da steht jetzt dein Geschenkgutschein für 10 Euro. Geschenkgutschein anzeigen kann ich klicken. Genau, so sieht das dann aus, wenn du quasi den Link in der E-Mail öffnest. Da hast du dann quasi dieses Icon hier, ne? Das ist eine SVG in dem Fall, glaube ich. Genau, die kannst du ändern. Hier ist ein QR-Code, wenn du den scannst, kannst du das quasi öffnen. Du kannst den Code kopieren. Das heißt, wenn du Shopify POS benutzt, dann können die User einfach diesen QR-Code zeigen und dann kannst du den quasi benutzen. Ne? Verwenden tust du den Code genauso wie ein Gutscheincode, den du bekommen hast, genau, indem du was in deinen Warenkorb tust, in den Warenkorb auschecken. Und hier kannst du dann quasi diesen Gutscheincode hinzufügen. Und dann siehst du, dass die 10 Euro abgebucht wurden und du jetzt nur noch 6 Euro zu zahlen hast. Ja. So, das ist eigentlich schon grundsätzlich der ganze Ablauf, wie man das Ganze anlegt und hinzulegt. Hier kannst du dann quasi sehen, wenn ich das zum Kauf benutzt habe, wofür es dann benutzt wurde, um einfach das Ganze nochmal nachverfolgen zu gucken können. Und hier kannst du auch das Ablaufdatum nochmal nachträglich ändern, falls es sein müsste, weil du irgendwas falsch oder gemacht hast oder was vergessen hast. Aber ich gehe jetzt hier nochmal raus. Unter Gutscheine siehst du quasi dann diese aktivierten einzelnen Gutscheine, aber nicht die Produkte. Die findest du dann hier oben. Genau. Wir gehen jetzt mal unter das Thema Einstellungen, Benachrichtigungen. Genau. Hier Gutschein erstellt. Das ist die E-Mail, die ich vorhin bekommen habe, so wie ihr sehen könnt. Hier bei SMS siehst du auch diesen Link, wo du einfach noch mal kurz die Preview dir angucken kannst, wenn du möchtest. Wenn du einen Gutscheincode ausschätzt, damit du einfach mal siehst, wie das Ganze aussieht. Und dieses Element kann man halt auch austauschen. Aber gehen wir erstmal auf die E-Mail ein. Also, um die E-Mail zu bearbeiten, gehst du hier Test senden, das ist quasi zum Versenden, Code bearbeiten, zum Bearbeiten. Du musst kein Programmierer sein, um zumindest den Text anzupassen. Das zeige ich dir mal ganz kurz hier. Du kannst halt quasi deinen Geschenkgutschein im Wert von, ne? Das ist quasi, genau, dein Geschenkgutschein im Wert von. Diesen Text kannst du quasi an dieser Passage ändern, wo ich gerade bin. Ne? Kannst dann schreiben, dein Geschenkgutschein im Wert von oder dein
Geschenkgutschein. Schreiben wir alles mal groß, speichern das Ganze mal und versenden uns selbst mal eine Test-E-Mail. Senden. Genau, also hier kannst du sowieso dann nochmal sehen, ob das schon funktioniert hat oder nicht. Und wenn du dann diesen Test dir selbst rausgeschickt hast, dann kannst du halt da auch nochmal sicherheitshalber das Ganze überprüfen. Genau, kannst du dann hier immer nochmal sehen, dass das Ganze funktioniert hat, um das Ganze mal ein bisschen zu personalisieren. Wenn ihr wissen wollt, wie man quasi dieses Bild, was wir da haben, auch noch ändert, also dass man das hier quasi da anzeigt, anstelle dessen, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Viele benutzen von euch Apps, habe ich mal gesehen, aber es gibt auch Möglichkeiten, wie du das quasi nur mit Code anpassen kannst, indem du quasi in dem Gift-Liquid von deinem Online-Shop genau das anpasst und das dann so aussehen lassen kannst. Ne? Dann kannst du quasi dein eigenes Bild dahinterlegen, du kannst es dann auch in die E-Mail packen, wie du möchtest, und dann ist das Ganze ein bisschen personalisierter, weil wenn jemand das jetzt zum Beispiel ausdruckt, dann wäre da auch gleich dein Logo mit drauf und so weiter. Das ist auch alles möglich, das ist ein bisschen fortgeschrittener. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dann mache ich da ein eigenes Video dazu, aber auf die Art und Weise kannst du quasi das Ganze nochmal updaten und ein bisschen noch besser und persönlicher machen. Man kann auch diese Page komplett überarbeiten. Wie gesagt, dazu müsst ihr mir einfach nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr das haben möchtet. Wenn ja, dann erstelle ich euch das. Wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag noch und wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten abonniert den Kanal. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.